Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei Homecrankers zu einer weiteren Episode Cry of Fear, Schrei der Angst, meine lieben Freunde. Und wir haben immer noch ein bisschen Angst, ich weiß zwar noch nicht wovor, aber nur vor Zappel-Philipp zum Beispiel. Oder Struppel-Peter, nee. Ja, Struppel-Peter und Zappel-Philipp, so eine Kombination. Strappel-Peter. Ja, der Strappel-Peter hier. Der will sich wieder nicht kleinkriegen lassen. Aber letztendlich muss Strappel-Peter nachgeben und wir hauen ihn weg. So. Ah, ja. Hier haben wir auch noch einen Strappel-Peter. Na, ich glaube, der bringt uns jetzt... Oh, gut, ich würde sagen, der bringt uns jetzt um, würde ich sagen, aber... Nee, gut, da ist noch eine Spritze. Wunderbar, die benutzen wir gleich mal, weil sonst sieht es uns nicht gut aus. Und... Ah, rein damit. Guter Stoff, guter Stoff, guter Stoff. Was denn hier? Persönliche Notiz. Das ist der Code. Ah, okay. So geht's richtig rum. Jeff, willkommen im Team. Sicherlich hat dein Chef schon die grundlegenden Sachen erwähnt, aber hier sind ein paar Dinge, die dir nützlich sein werden. Erstens, diese Höhle ist nasskalt und... okay, nasskalt erinnert mich gerade irgendwie an den Karreban. Um voller Pfützen. Pass auf, wo du hinläufst. Zweitens, Zigarettenpause aller 2 Stunden, in Klammern am wichtigsten. Drittens, der Chef ist ein Arsch. Ja, da kann ich nur beipflichten. Viertens, vergiss den Code zu Sektor D nicht. Du wirst den ganzen Tag ein- und ausgehen. Präge ihn dir also lieber gut ein. Der Code ist 279. Den Rest kann ich nicht lesen, weil da leider gerade Tinte drüber gelaufen ist. Wunderbar. 279 haben also wieder einen neuen Code. Ich weiß bloß jetzt gerade nicht. Ah, hier ist was. Ein Computer ist hier. Unsere Let's Player-Kabine. Anscheinend, ja. Da ist nichts. Something is blocking the door. Okay, etwas blockiert die Tür hier und... Ich sehe schon. Hier ist ein Terminal zum Eingeben. 279... 5, das ist es nicht, 2794. Ha! Wunderbar! Hat er gleich mal beim zweiten Mal geklappt, ist doch mal eine, vielleicht ein gutes Omen, vielleicht ein Omen dafür, dass in dieser Episode vieles klappen wird, aber man weiß das nicht. Also von daher. Scheiße, scheiße. Geh weg! Na toll, jetzt kann ich nicht mehr. Welchen Grund auch immer kann ich jetzt nicht hinter. Bäh. Bin das so pervers, wenn man hier kraucht und spielt und hat die Kopfhörer auf und dann ist das so eklig, wenn die hier angekrochen kommen. Au! So, hier verschwinde. Den haben wir also auch tot gekriegt. Und was haben wir hier? Ja. Stellt euch das mal vor, wenn ihr hier in echtem Leben in so einem Gang rumkrauchen müsstet. Wäre schon echt verdammt gruselig. Ach, Strappel-Philipp oder Strappel-Peter, hast du auch ein paar Freunde hier, die uns anscheinend ganz schön lieb haben? Okay, er hat sein Leben, wie es aussieht, gleich beendet. Vielleicht aus gutem Grund, man weiß es nicht. Jetzt haben wir ein Feuerzeug, ja, keine Ahnung, wozu ich das jetzt gebrauchen soll, aber... Man wird sehen. Ich werde jetzt die Pumpgun erstmal nicht benutzen, weil ich brauche nämlich noch Licht. Und deswegen gehe ich nämlich hier auf Duel Viet. Aber wartet mal, nee, erst gehe ich auf Use. Ja. Ach nee, okay, ich habe keine Munition mehr. Dann machen wir es. Pass auf, dann machen wir es ganz anders. Dann machen wir es einfach so. Hier das klassische System. Haben wieder unser Handy. Und crouchen hier ein bisschen rum. So, hier habe ich noch nicht geguckt. Gut, niemand um die Ecke. Red Fox Shells. Das sind wahrscheinlich, genau. Das ist Munition für die Pumpgun.
ist schon mal ganz gut. Vielleicht werden wir die gebrauchen. Weil wenn wir Munition von den Pumpgun hier kriegen, das ist kein gutes Omen. Dann nehme ich die lieber gleich mal. Weil man weiß ja nicht. Man wird die Munition ja nicht umsonst bekommen. So. Okay, wir bekommen die auch nicht umsonst geschenkt und weg. Scheiße, ich muss nachladen. Ich muss sagen, lass dir nicht zu nahe kommen. Vor allem, ich schieße ihn voll auf den Kopf. Normalerweise müsste der tot sein. Aber naja, das sind ja Zombies. Die haben ja. Ist ja alle weg. Gut. Die haben ja Sonderrechte, die Zombies, ne? Das ist nicht so, dass die einfach da sterben. Nee. So. Da hinten. Was denn das? Okay, ich dachte eigentlich, dass ich hier was finde, aber dass ich hier Öl finde, hatte ich nicht gedacht. Vielleicht ein Schlüssel oder sowas, aber Öl ist auch nicht schlecht. Können wir mal probieren. Ich glaube zwar nicht, dass es geht, aber... Ah, doch, es geht. Ist die Tür ein bisschen abgefackelt da drüben, beziehungsweise hier am Rahmen. Und... Ah, okay, da liegt schon sowas wie ein Schlüssel da drüben. Vielleicht bekommen wir den jetzt. Aber nur vielleicht. Vielleicht. Doch, ja. Okay, wir kommen rein. Was ich auch mal bekommen könnte, was nett wäre, wäre eine wunderbare Spritze. Die würde sich jetzt einfach zu gut eignen. So, nee, von da kommen wir ja. Ach, unwunderbar. Hier ist es blockiert, also können wir hier auch den Schlüssel benutzen. Also sollte man machen, wenn die Tür verschlossen ist, einen Schlüssel benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, ich mache das immer so. Ob ihr das macht, weiß ich nicht. Wäre zumindest sehr, sehr hilfreich, wenn ihr das so macht. Denn so bekommt man die ein oder andere Tür doch schon auf. So. Saving in progress. Dann speichere es auch gleich mal. Und hier ist Wasser, na toll. Ich wollte nur wissen, wo der Schlüssel ist. Hey, was zum Teufel machst du da? Nicht du schon wieder. McDonald's! McDonald's! Verdammt, wo ist der Schlüssel? Ja. Okay, schlag mal nach. Das ist irgendwie, wie es aussieht. Scheißegal, ob ich hier nachlade. Okay, ich würde mich davon nicht treffen lassen. Kann ich hier dran drehen? Ja, bringt mir aber nichts. Okay. Vieh hat mich jetzt totgehauen. Aber anscheinend hat das Rad doch was gemacht. Wartet mal, ich probiere das nochmal. Das sah beinahe so... Hallo? Wartet mal. Wir haben jetzt ein kleines Problemchen hier. Ne, jetzt nicht mehr. Er ist nämlich gerade von alleine gelaufen. Sah gerade aus, als ob das Rad irgendwas tatsächlich gemacht hätte. Weil mit der Pumpgun kann ich ihn ja wahrscheinlich hier nicht. Das beeindruckt ihn ja nicht. Ah, okay. Jetzt blicke ich dahinter, meine lieben Freunde. Hinter das kleine System. Ja, bleib ruhig. Ich wollte gerade sagen, bleib ruhig da stehen, wollte ich sagen, aber... Hallo, lass mich in Ruhe. Such dir Freunde. Und man sollte da nicht im Wasser stehen. Okay, also für Dummies nochmal, die jetzt nicht mitgekommen sind. Anscheinend geben die Räder dem hier einen Stromschlag, den lieben Gesellen. Und Stromschläge sind ja nicht gut für den. Ja, Stromschläge sind wirklich nicht gut für ihn. Also stirbt er jetzt demzufolge auch. Wunderbar, das haben wir doch geschafft. Den nächsten Bossgegner schon wieder. Ich werde etwas Großes brauchen, um den Schlüssel herausschneiden zu können.
so. Ach Mensch. Alte Fratze, du. So brutal würden wir dich auch nicht abmurksen. Aber pass mal auf hier. Ich kriege jetzt schon wieder Angst und ich gehe da lieber mal speichern, weil... So, dann lieber mal noch eine Knarre aus... Ah, nicht. Duel Wield wollte ich doch machen. Duel Wield. Und... So, wunderbar. Weil sonst müssen wir jetzt, wenn wir irgendwie in irgendeiner Weise... Kann ich hier lang? Nö. Wenn wir in irgendeiner Weise jetzt abkacken, dann... Haben wir halt verkackt, ne? He locked the door. Hat die Tür verschlossen, der alte Kauz. Hat die Tür zugemacht. Haben wir hier irgendwie... Wartet mal, ich schaue mich mal... Pen und... Ah, wunderbar, dich suche ich. Dich suche ich, du kommst mir gerade wie gerufen. Denn eine Spritze wäre jetzt an der Stelle echt nicht schlecht. Ja, ich fühle mich wie auf Drogen. So, mal schauen. Noch eine Spritze. Ja, ich brauche etwas Großes, um ihn aufzuschneiden. Das sollte groß genug sein, meine ich. Und Just got the saw. Ach, saw heißt der Säge. Fast vergessen. So, Messer hab ich und weiter geht's. Ruhig. Ruhig Blut. Ruhig Blut, Bruder. Ja, kack doch nicht so rum hier. Bleib doch mal ruhig. Brüll doch nicht so rum, Mensch. Wir sind doch alle Freunde hier. Komm in die Augen, damit du weg bist. Und da heute immer so rum. Ja, wenn dein Heulen jetzt nicht lecken würde, dann wäre das um einiges nerviger. Und einmal noch. Jawohl. Was mich bei den Viechern stört, die schrecken einen erstens, wenn man um die Ecke kommt und wenn man die Haut jedes Mal quäken und heulen die rum und ich trau mich gar nicht da raus, aber ich muss. Wir brauchen ja den Schlüssel. Ah, wollte schon sagen, hoffentlich ist hier jetzt nichts drin. Aber ist es anscheinend auch nicht. I just want to do that. I want to do anything for love. I want to do anything for love. But I just want to do that. You got the rusty key. But I just want to do that. Because kriege ich dich vielleicht mit der Schlüssel auf. Mit dem Schlüssel. Mit der Schlüssel kann ich dich natürlich auch aufkriegen. Aber anscheinend geht's nicht. Also der Schlüssel ist hier nicht die Lösung. Ansonsten ist der Schlüssel ist sonst überall die Lösung. Der Schlüssel. Ich weiß gar nicht, warum ich das der so betone. Ich dachte gerade, dass das der falsch ist, aber es heißt ja der Schlüssel. Ich betone das die ganze Zeit und naja, wir wollen mal schauen, wo es hier weitergeht.